Was geht ab, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe Hunger und ich habe mir gedacht, du gehst nicht zu McDonald's, du gehst nicht zu Burger King, du gehst nicht zu Kentucky Fried Chicken, du gehst jetzt mal richtig schick essen, was Vernünftiges, bisschen Fleisch zwischen die Zähne. Du gehst zu Maredo am Gendarmenmarkt in Berlin Mitte. Ganz viel Spaß bei diesem Video wünsche ich euch. Ganz kurz zu der Bedienung. Ich muss mein Kaugummi rausnehmen. So, jetzt kann ich auch reden. Ganz kurz zu der Bedienung in dem Maredo-Restaurant, wo ich essen war. Alter, die Bedienung, die Kellnerin, der Kellner, da waren zwei verschiedene, die haben mich beide bedient. Ja, das nicht falsch verstehen. Sie haben mich beide bedient, ja. Nein, die waren super freundlich, die waren super nett. Wir haben uns gut unterhalten für ein paar Minuten und wow, ich bin echt beeindruckt von diesem Restaurant. Der Geschmack des Steaks war einfach geil. Geil. Oh. 2017 war ich das letzte Mal in Osnabrück in dem Maredo Restaurant in der Nähe des Theaters. Das haben sie aber abgerissen. Das gibt es nicht mehr, das existiert nicht mehr, das ist pleite gegangen, wie auch immer. Lasst mich kurz herausfinden, wo dieses Restaurant war. Ich bin mit der U-Bahn bis unter den Linden zu der Station gefahren und dann, warte, ich brauche kurz Hilfe. Ich möchte jetzt hier auch nichts Falsches erzählen. Ich meine, es war am Gendarmenmarkt. War es am Gendarmenmarkt? Maredo am Gendarmenmarkt? Ja, da wo diese komische Kirche ist, dieses komische, ne, da gegenüber. Maredo Gendarmenmarkt, da ist es doch. Ja, es war eindeutig Maredo am Gendarmenmarkt. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich jetzt auch das Richtige sage. Ganz klare Empfehlung für Maredo am Gendarmenmarkt, da mal essen zu gehen mit eurer Familie oder wie ich auch als einsamer Wolf, als Single-Person. Ja, ich habe mir das einfach mal dieses Mal gegönnt. Bevor ihr jetzt alle rumheult und sagt, Diego, warum gehst du als einzelne Person in so einen schicken Laden? Warum gehst du da nicht mit Freunden hin? Weil sich niemand gefunden hat, der mal eben gesagt hat, komm, lass uns essen gehen. Ich bin so spontan, dass ich mal eben sage, ich gehe da essen, ich gehe da essen, ich gehe da essen. Oder frage ich nicht noch auf Facebook und mache eine große Anfrage, wer will mit mir essen gehen? Nein, das mache ich ganz spontan. Ich habe da jetzt auch nichts gegen gehabt, alleine zu essen. Ich bin halt ein einsamer Wolf mit ein paar Freundinnen. Also doch gar nicht so einsam, vielleicht. Keine Ahnung, wie ich mich dazu jetzt rechtfertigen soll, dass ich alleine da essen war. Keine Ahnung. So. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ist ein bisschen kürzer als die anderen Videos. Ich hoffe es euch. Ich hoffe es euch, Junge. Ich hoffe es euch, Junge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute.